war bei uns Monster-Alarm. Denn es wurden neue Sichtungen des legendären Pontypandy des Monsters gemeldet. Seht ihr? Da ist etwas. Du knippst da eine Plastikflasche. Als hättest du gerade das Monster aufgenommen. Im Moment noch nicht. Doch wenn ich das tue, dann sehen wir das immerhin auf Video und nicht nur auf so langweiligen Fotos. Keine Sorge, Sarah. Denn das Monster wird garantiert nie von jemandem wie Norman gefilmt werden. Ja, gleich wird Norman das Pontypandy des Monster filmen. Das kommt direkt auf mich zu. Mit dem Film werde ich ein weltberühmter Monsterjäger. Hallo, Norman. Hast du da unten das Pontypandy des Monster gesehen, Joe? Nein, leider noch nicht, Sarah, aber ich werde weitersuchen nach dem Essen. Ich weiß schon ganz genau, wo ich das Monster am besten erwische. Links. 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 Nicht runter. Links. Nein, stopp. Zurück. Filmaufnahmen von dir, Penny. So schnell schleichst du dich jetzt nicht aus der Verantwortung. Nein, Norm. Und ich denke, heute gibt es auch noch zu Hause jede Menge Ärger. Der bei Touristen beliebte Pontypandy-See war heute Schauplatz einer dramatischen Rettungsaktion. Glücklicherweise konnte Feuerwehrmann Sam erneut das Schlimmste verhindern. Erst die waghalsige Tauchaktion von Feuerwehrfrau Penny Morris hat diese Rettung möglich gemacht. Yay! Kam es dabei höchstwahrscheinlich zu einer echten Sichtung des legendären Pontypandy-Monsters. Was? Ist das... Es sieht so aus, als würde der Monster-Alarm in Pontypandy noch lange nicht aufgehoben werden. Einen guten Morgen, junge Hütter. Seid ihr alle bereit für einen richtig spannenden Trainingstag? Ja! Ja! Ganz großartig. So, dann möchte ich euch sagen, wer die jungen Retter heute anleitet. Ellie! Ja! Ja, Ellie! Mädchen an die Macht! So, zum ersten Teil unseres Kurses Kämpfen im Freien. Ja, James? Wie viele richtige Feuer hast du schon gelöscht? Viele, James. Ich wette, sie hat nicht so viele Feuer gelöscht wie Onkel Sam. Ich muss ihn schnell anrufen. Könntest du mir bei der Hubschrauberwartung helfen, Sam? Na klar, Tom. So, und wer will jetzt bei der Übung Sicherheit beim Grillen helfen? Ich! Nein, ich! Oh.
Nirgendwo kriege ich hier ein gutes Netz. Wahrscheinlich habe ich Empfang, wenn ich worauf kletter. Als erstes werden wir mal die Gasflasche an dieses Grillgerät anschließen. Und wir sollten dabei sehr vorsichtig sein. Ganz besonders, wenn Feuer in der Nähe ist. Ich will sie anschließen! Nein, ich will sie anschließen! Lass das mal, es sind... Halt! Wo ist James? Ich glaube, er ist in die Richtung gegangen, weil er kein Netz hatte. Ah ja. Ihr wartet hier und ihr werdet bitte nichts anrühren. Ich komme gleich wieder. Ich werde schon alles vorbereiten für Ellie. Nein, ich mach das. Nein, ich mach das. Ja, aber Ellie hat gesagt, wir sollen nichts anfassen. Lass mich das jetzt machen. James, schön ruhig bleiben. Ich hol dich da runter. Jetzt halt dich gut mit den Händen fest und streck deinen rechten Fuß nach unten. Sehr gut, James. Noch ein kleines bisschen weiter runter, dann komme ich da sehr gut ran. Toll gemacht, James. Ich werde dich auffangen und du lässt dich ganz locker runterfallen. Siehst du? Rufen wir am besten jetzt Feuerwehrmann Sam. Es gibt einen Waldbrand in der Nähe der Mühle. Schon unterwegs, Sir. Penny, du nimmst Jupiter. Treff mal der Mühle. Alles in Ordnung? Ja. Und nur dank Norman. Er hat uns in Sicherheit gebracht. Scheint sich sehr schnell auszubreiten, Sam. Komm mit, Penny. Wir beide löschen das Feuer. In Ordnung, James. Aber du solltest nie weggehen, ohne jemandem Bescheid zu sagen. Und uns tut das auch wirklich sehr leid, Sam. Wir wollten ja beide nur Ellie helfen. Naja, ich bin sicher, dass ihr jetzt alle wisst, wie gefährlich Gasflaschen sind. Und am besten solltet ihr Erwachsene damit hantieren lassen.